Das sind die Bilder, die die einen sorgen, die anderen wohl hämisch grinsen lassen. Joe Biden, wie immer bemüht, sportlich zu wirken, läuft halb joggend die Treppe zur Präsidentenmaschine hoch, stolpert einmal, zweimal und stürzt dann, rappelt sich wieder auf, putzt sich die Hosen ab, läuft weiter, verbunden mit dem Versuch, nicht gebrechlich zu wirken. Das Weiße Haus reagierte schnell mit einem Tweet der Kommunikationsdirektorin. Darin heißt es: Es geht ihm gut, keine medizinische Hilfe war nötig, nichts weiter als ein Ausrutscher. Doch für viele seiner Kritiker dürfte das ein gefundenes Fressen sein. In den sozialen Netzwerken ist der Sturz ein Top-Thema. Der konservative Sender Fox News reitet ohnehin gerne auf jedem einzelnen Ausrutscher herum, bislang vor allem auf den verbalen, wie kürzlich, als Joe Biden der Name seines eigenen Verteidigungsministers nicht einzufallen schien. Im Dezember erst, noch vor seiner Inauguration, hatte sich Joe Biden einen Haares im Fuß beim Spielen mit seinen Hunden zugezogen. Nun dürfte jeder Schritt des 78-Jährigen noch genauer beobachtet und unter die Lupe genommen werden, und seine Gegner hoffen auf weitere Fehltritte.